zu den Geisterspielen. Das ist sozusagen eine Notmaßnahme zum Überleben der Bundesliga, insbesondere der Vereine, die finanziell schwach sind. Ich denke, ein sehr reicher Verein kann das überleben. Bayern München wird das überleben, Dortmund wird es auch überleben können und so weiter. Man kann zwar Schnelltest-Kits kaufen, die sind nicht sehr teuer, aber man muss ja auch diese Schnelltests auswerten. Und da ist die Achillesferse. Nach allem, was ich aus den Informationen von Virologen, die man verfolgen kann, erfahren habe, ist, dass es deutliche Grenzen gibt für die Auswertung von Schnelltests. Wenn man bedenkt, dass ein Geisterspiel sehr viele Testergebnisse voraussetzt. Ich habe jetzt davon als Zahl gehört, 20.000 Tests, die nötig wären für den Rest der Saison. Das ist ja enorm viel. Und wenn man dann sagt, unsere sehr gefährdeten Menschen, davon haben wir ja sehr viele, weil das ja oft auch eine Altersfrage ist und eine Frage der Vorschädigung, die benötigen ja wohl als Erste diese Schnelltests und die Ergebnisse. Die können nicht ganz einfach jetzt mal schnell auf 20.000 Testergebnisse verzichten. Und wenn das für den Fußball zur Verfügung gestellt wird, scheint mir das ziemlich unverhältnismäßig. Selbst wenn ich einsehe, dass die ökonomische Notwendigkeit der Deutschen Fußballliga diese Idee eingegeben hat. Aber man muss die ganzen Sachen ja im Verhältnis zu der ganzen Notlage einer ganzen Nation betrachten.